Au. Was ist das? Hey. Verdammt. Ich erkenne die Geisterköpfe immer viel zu spät. Gott, ich muss mal kurz in Deckung gehen. Darf ich hier mal kurz durch? Ah, schon. Au. Warte. Ganz kurz, ganz kurz. Kurz mal Luft schnappen. Ich habe bei Zalando 3 Röcke bestellt, die Größentabelle ist komplett falsch, die Röcke sind zu groß, alle verschicken worden. Muss ich auch alle einzeln wieder los. Ach nee, ne? Nie wieder bestelle ich da. Oh ja, das glaube ich dir. Das ist ja kacke. Also schon, weil das halt ärgerlich ist, dass die Röcke nicht passen. Dann auch noch, dass weil diese 3 einzeln losschicken, musst du sie jetzt auch wieder alle 3 einzeln zurückschicken. Das ist echt, ist echt beschissen. Da wäre ich auch sauer. Zalando sagst, wartet, ja. Das ist natürlich Mist. Das tut mir leid. Ich habe mir jetzt endlich neue Schuhe bestellt. Geht alles auch an 3 unterschiedliche Orte. Ach so, echt, ja? Denn ist Zalando nur so der Zwischenhändler, oder? Der das halt quasi in Auftrag gegeben hat. Hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da was denn diesmal? Auch ja, wieder solche, die ich jetzt habe. Ne? Die tragen sich am besten, finde ich. Die haben auch so einen schönen gepolsterten Hacken. Ja, scheinbar. Ohne Quietschen? Ich hoffe es. Die mit Quietschen, das waren auch nicht Tom Taylor. Ich habe mir wieder Tom Taylor bestellt. Sondern Mustang war das. Die haben gequietscht. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt. Was hältst du von Grabräuberei? Nennen wir es lieber Grabausleierei. Muss einen Ruf wahren. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Ich glaube, er hat Probleme. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Bin mir ganz sicher. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum. Ich verstehe. Aber die müsste ich umgehen können. Die Probleme verstehe ich. Es gibt eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Kommen Sie nur rauf? Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir können natürlich hier nicht reingehen. Ah ja, klar. Hallo? Ich bin der Neue, komm jetzt öfter. Die Neue? Ich bin ja eine Frau. Ich bin jetzt die Neue, komm jetzt öfter. Als ob Frauen so reden würden. Jetzt hab ich ihn die ganze Zeit. Und springst ja rauf. Aber waren es dann wenigstens hübsche Röcke? Ist ja... Ach, Mensch. Gut, hier haben wir einen Speicherpunkt. Hier haben wir was Episches. Hätte sie sonst nicht bestellt, oder? Nicht? Ich meine, klar, ging mir auch gerade durch den Kopf, aber hey, war mal so, boah, oh, sind die hässlich, die bestelle ich mir. Kann auch sein, oder nicht? Nicht?
Mann, das war doch einfach nur, weil ich sehen will. Aber, ja, das sind ja eingepackt, kannst du ja wahrscheinlich da nicht mehr und so. Ist ja, ne? Ich hab nichts gesagt. Einer hatte so eine Lederoptik, bei dem ärgere ich mich besonders. Das glaube ich dir. Eng anliegend oder... Okay, nein, ich glaube, ich frage Sophie, es tut mir leid. Brauchst du nicht beantworten. Komm ich hier hoch? Will ich hoch? Alles Plissé-Röcke für die Arbeit eigentlich. Plissé ist jetzt so richtig ausgesprochen. Sind dann halt wahrscheinlich ja, ordentliche Büroröcke. Ne? Warte. Ja. Hi. Diese Röcke mit den schmalen Falten. Ah, ja, 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 okay. Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Hattest du nicht letztens auch so einen an? Hab ich da nicht was auf dem Foto gesehen? Willst du es versuchen? Ey. So. Und hier kommen die. Ey. Hallo. Was ist das? Nein, warte, 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 ich muss laden. Werd nervös. Da, hört ihm auf. Was ist los mit euch? Oh, die kleinen Kackviecher. Weil Sapje mich mit ihren kurzen Röcken ablenken muss. Nein. Ey. Ich bin randvoll. In das Abdomen geschossen. Okay. Ja, kommt mir nämlich bekannt vor. Ich habe ja nur Skillpunkte. Oder einen Skillpunkt. Warte. Ein Skillpunkt. Was können wir denn schön nicht machen eigentlich? Schaden klingt gut. Ohne Schaden klingt sehr gut. Gut. Viecherchen. Ich höre was. Ich höre was. Ah, hier ist der Held, der Held. Total Energie geladen. Ich meine, hey, cool. Viecher und so. Kommt denn da angeflogen? Ey. Da kam gerade Heilung auf mich zu, ne? Ey, hallo. Bleib mal ruhig. Geh weg. Möchte es noch jemand versuchen? Oh, wie viele diese Geisterschädel haben, ne? So langsam ein bisschen anstrengend. Kann ich? Nee, brauche ich nicht. Ey, hallo. Ruhig euch. Hinter mir? Wo? Oh. Da. Au. Genau ins Gesicht. Da ruhig. Warte, ich muss nachladen. In meinen Adern. Ich will dir nochmal gucken. Ich höre Stimmen. Ist bestimmt nicht schlimm. Ja. Wasserfall, ich geh duschen. Schon sind die Stimmen weg, siehst du? Einfach mal duschen gehen.
Was haben wir da? Ich hab da was gesehen und so. Der Kleine ist erledigt. War das hin? Achso. Ja, haben wir hier. Ja, okay. Wir sind bald wieder zurück. Gut. Weiter geht. Ach nee, warte. Da. Guck mal. Hättest du fast übersehen, ne? Wie die Dinge aufplatzen. Diese Gespüre. Das gefällt mir. Hier müssen wir nicht lang, aber ich will hier hin. Doch, wir müssen hier lang. Guck mal. Na, guck. Erledigt. Es ist erledigt. Und es gibt kein Zurück. Ich kann es keiner Seele sagen. Psst. Ich muss abwarten. Hätte nicht so kommen müssen. Aber diese blöde Sirenenschlampe stolziert rum, als würde das Kloster ihr gehören. Sie ist abgehauen. Und jetzt ist sie die große Verteidigerin von Athenas. Nun, wir werden ja sehen, was passiert, wenn der Sturm hereinbricht. Und wenn Maliwon erst das Fragment hat, gehört das Kloster wieder mir. Ah. Oh nein, da kommt ihre Göre. Nabend, Bruder Sinon. Wie läuft's, Kleine? Wenn ich die Statue der Stille noch eine Minute länger anstarren muss, pinkle ich drauf. Das schwöre ich. Wärst du nicht die Erste? Na bitte, du verstehst das. Bis später, Bruder Sinon. Mach's gut. Oh, Kind, warte. Geh lieber rein, da braut sich ein Sturm zusammen. Was faselst du da? Es ist kein Wölkchen am Himmel. Schon, aber auf Athenas schlägt das Wetter schnell um. Such dir besser ein sicheres Plätzchen. Wir kommen hier später nochmal her, ne? Wegen der Aufgabe. Oder nee, Quatsch, warte mal, das nehmen wir jetzt mit. Ich hoffe nur der Switch nicht. Komm schnell her! Die heilige Destille ist von Ratches befallen. Hier lang! Den 6 Stürmen sei Dank. Mein Gebet wurde erhört. Ich bin Bruder Mendel vom aufkommenden Sturm, der Gewaltlosigkeit verschworen. Ich muss dich um Hilfe mit diesen bösartigen Ratches bitten. Du musst sie für mich vernichten. Da wären wir. Und jetzt schnell rein, bevor die Ratches diesen heiligen Ort komplett überlaufen. Ich weiß nicht warum, aber er erinnert mich voll an Funk. Die heilige Destille. Unsere Spirituosen sollten stark genug sein, sowas aufzulösen. Schieß auf die Fässer und beseitige diese ekelige Plage. Ist auf die Fässer? Oder? Ja. Wenn ich keinen Eid geleistet hätte, würde ich es selbst erledigen. Aber ich darf nicht mal eine Mücke erschlagen, wenn sie mich sticht. Ach, hätte ich doch nur nicht den Weg der Gewaltlosigkeit gewählt. Nun musst du an meiner Stelle schlachten, rechtschaffener Held. Ich spüre die Kraft. Ich hab dich schon wieder vergessen. Ich beneide dich, Kammerjäger. Dich belastet kein Eid. Du bist kein Sklave der Sittlichkeit. Jage diese widerlichen Ratches und reiß die noch schlagenden Herzen aus ihren elenden Brustkörben. Okay, mach ich. Hopp. Es scheint, als wäre dieses Monster an einer Alkoholvergiftung gestorben. Ah, tu mir einen weiteren Gefallen und bring mir die Leber. Klar. Diese Ratch-Leber ist perfekt eingelegt für unsere Zwecke.
welchen Zweck? Total energiegeladen! Ja, ja! Weide sie aus, mein himmlischer Killer! Streu ihre Eingeweide über die Erde wie Darmkonfetti! Okay, der schrägt, aber ich mag den. So, noch mehr ohne Fahrschein? Duschen. Oh. Das muss auch ein nices Gefühl sein, war so unterm Wasserfall einfach stehen und sich berieseln lassen. Hier auch mit vor? Ja. Hervorragend! Diese eingelegte Ratschleber kann ich gut gebrauchen. Okay. Ein Ende. Geh, mein blutüberströmter Streiter, geh! Das Massaker wartet. Oh, wie prächtig! Schick die Bestie schreiend in die Leere. Spalte ihren Schädel und tränke diesen heiligen Ort mit ungeheuerlichem Blut. Ja, ja, die Qualen sind berauschend. Wie er abgeht. Ich höre schon wieder Stimmen. Ist nicht gut. Das könnte praktisch sein, sobald wir den Befall unter Kontrolle haben. Das wird mir warm, ne? Da drüben ist noch was. Wo kann ich denn? Warum? Wie? Warte. Ich glaube, das ist eher schmerzhaft. Meinst du? Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hier durchkomme, aber ist ja egal. Lass mal Lip killen. Kommen die eigentlich durch? Nee, ne? Also klar, diese Geisterköpfe schon, aber die Viecher dürften ja nicht durchkommen. Ne? Da kommt doch mal her. Fäuste sind bereit. Ih, dieses Riesenviech. Level 14, nice. Irgendwie muss ich doch drauf. Ach, hier. Guck mal. Klöppel und läute die Rauschglocke, um mich sofort. Wenn du bereit bist, dich erwartet eine Belohnung. Ja. Es durchfließt in meinen Adern. Hey. Wo denn? Lass mich deine Ruhe. Ich muss schnell Heilung geben hier. Gib wenn mir den Klöppel. Von hier gelagert und ich empfehle dir dringend, was auch immer du brauchst, aus unserem Waffenlager zu nehmen, mein medizierender Rächer. Komm dann zu mir zurück. Und wenn ich das Lager finde, dann bin ich dabei. Sniper? Boah.
Warte. Oh, mein Hintern, ne? Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter, glaube ich. Gehen wir erstmal ein Stück zurück. Ich frage mich gerade, für was ich duschen war, ne? In so einem Öl. Das wart hier nicht, ne? Nee, waren wir schon vorher. Wo müssen wir denn hin? Manu, wo ist denn dieses Waffenlager? Gehen wir hier einfach zurück. Bei ihnen aber auch nicht mehr machen, ne? Okay, eine Frage. Hä? Weiß auch nicht, wie diese Aufgabe hier heißt, ne? Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir machen jetzt Schluss, ne? Oh Gott. Mir ist auch so warm. Der Popperzlein muss auch bald wieder runter. Ein bisschen haben wir noch. Ich glaube, ich kann noch mal ein bisschen Abendbrot essen und dann liegt mit ihr runter. Mit ihm. Ich musste gerade an Amy denken, deswegen an ihr. Deswegen ihr, meine ich. Gut, okay. Ich bleib jetzt hier. Bei Funk. Nein. Grüße gehen raus, falls er es sieht. Und auch an alle anderen. Ja gut, dann für YouTube, warte mal, Skillpunkte mache ich noch. Das ist hier, Klarheit. Warte. Berauschend. Flinke Hände ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, okay. Ja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, also für YouTube schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.